Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Pleite Air Berlins macht Tegel zu schaffen. Weihnachtsmarkthändler trotzen dem Terror und das Wetter. Zum Wochenende gehen die Temperaturen wieder zurück und es regnet. Mehr dazu am Schluss der Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 23. November. Das Ende der Fluggesellschaft Air Berlin hinterlässt bei den wichtigsten betroffenen Flughäfen Tegel und Düsseldorf Spuren. In Tegel lag die Passagierzahl im Oktober 11,9% unter dem Niveau des Vorjahresmonats. In Düsseldorf betrug das minus 5,4%, wie die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen am Donnerstag mitteilte. Tegel zählte damit nur noch 1,74 Millionen Fluggäste, Düsseldorf 2,26 Millionen. Die Berliner Flughafengesellschaft hatte bereits deutlich gemacht, dass die Zahlen auch im Gesamtjahr hinter den Erwartungen zurückbleiben werden. Schuld dürften aber auch die erhöhten Ticketpreise sein, die die Lufthansa, die große Teile der ehemaligen Air Berlin Flugrouten übernommen hat, mittlerweile und auf absehbare Zeit aufruft. Etliche Verbraucher würden innerdeutsch bereits auf die Bahn als Alternative zum Flugzeug umsteigen. Ein Mannschaftswagen der Polizei ist in der Rigaer Straße mit einem Steinwurf angegriffen worden. Der Täter gehörte vermutlich zur linksextremistischen Szene, deren Mitglieder seit Jahren in der Straße und der Umgebung für Sachbeschädigungen und Angriffe auf Polizisten sorgen. Während des Einsatzes am Mittwochabend sollten sich nach Polizeiangaben immer wieder vermummte Menschen in der Rigaer Straße aufgehalten haben. Zudem hätten Zeugen angegeben, dass mehrere dunkel gekleidete Menschen vor einem Dach an der Kreuzung, wo der Stein flog, gestanden hätten. Die angegriffenen Polizisten forderten einen Polizeihubschrauber an, dessen Besatzung konnte aber niemand mehr entdecken. Der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura hat 6 Sorten der Marke Trafo Kartoffelchips aus dem Handel zurückgerufen. Die Ware stamme vom niederländischen Hersteller FZ Organic Food BV, teilte das Unternehmen aus dem hessischen Bickenbach mit. Möglicherweise könnten sich in einzelnen Packungen Holzsplitter befinden. Betroffen sind laut Internetportal lebensmittelwarnung.de die Länder Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Die Website wird von den Bundesländern und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betrieben. Berlin will in diesem Jahr deutlich mehr Schulden tilgen als bislang geplant. Der Schuldenberg soll um 500 Millionen Euro abgetragen werden, wie die deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen erfuhr. Bislang waren dafür 80 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Berlin hat rund 59 Milliarden Euro Verbindlichkeiten. Der rot-rot-grüne Senat hatte zuletzt einen Schwerpunkt auf Investitionen etwa zur Sanierung maroder Schulen gelegt und daher nur geringere Summen zur Schuldentilgung eingeplant. Hintergrund der neuen Entwicklung dürfte die gute Beschäftigungs- und Konjunkturlage sowie die damit verbundenen Rekordwerte bei den Steuereinnahmen sein. Die November-Steuerschätzung hätte ergeben, dass das Land in diesem Jahr 826 Millionen Euro mehr an Steuern einnimmt als noch im Mai erwartet. Insgesamt handelt es sich um rund 22 Milliarden Euro. Auch für die Jahre 2018 und 2019 kommt mehr Geld in die Kasse als zuletzt angenommen. Fast ein Jahr nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche öffnen dort am Montag wieder die Stände und Buden der Händler. Der Chef des örtlichen Schaustellerverbandes, Michael Roden, sagte der deutschen Presseagentur, bei dem diesjährigen Markt seien fast alle wieder mit dabei. Nur ein einziger Händler habe nicht mehr gewollt. Das Leben geht weiter. Wir haben Familie, Verpflichtung und wir sind Unternehmer. Die Uhr muss am Laufen gehalten werden. Die Schausteller hätten mehr als eine Viertelmillion Euro für die Opfer gespendet. Sicherheitskonzepte für den Markt seien entwickelt, die Auflagen dafür erhöht worden. Der islamistische Attentäter Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 mit einem gekaperten Laster 11 Menschen in den Tod gerissen. Den polnischen Lasterfahrer hatte der Tunesier zuvor erschossen. Rund 70 Menschen wurden verletzt. Die US-Kabarettistin Gail Tufts hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Nach 26 Jahren Steuern zahlen habe ich gedacht, vielleicht ist das doch mein Lebensmittelpunkt hier, sagte die Berlinerin der deutschen Presseagentur. Aber US-Präsident Trump habe auch etwas damit zu tun.
Ich habe realisiert, wie wichtig es ist, wenn man in einer Demokratie lebt, auch teilzunehmen. Das bedeutet auch, wählen gehen zu dürfen. Beim deutschen Einbürgerungstest im September habe sie alle 33 Fragen richtig beantwortet. Da sei sie eine Streberin gewesen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht verdichtet sich der Hauptstadthimmel wieder deutlich. Örtlich kann es bereits auch wieder leichten Regen oder Nieselregen geben. Die Tiefstwerte fallen mit 7 Grad aber noch recht mild aus. Am Freitag schafft es das Quecksilber noch einmal auf bis zu 11 Grad. Es bleibt aber den ganzen Tag über bedeckt und verregnet. Und der Blick auf die kommenden Tage. Zum Wochenende gehen die Temperaturen wieder zurück. Dazu ist es meist dicht bewölkt und verregnet. Am Samstag liegen die Höchstwerte bei 7 Grad, am Sonntag und am Montag nur noch bei 5 Grad. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.